Schön, dass du wieder reinschaust zu einer neuen Folge von NBA 2K17. Die Dallas Mavericks gegen die Portland Trail Blazers gegen uns. Ja, wir haben es gerade eben gesehen. Gerade mal 5 Siege für die Mavs. Vor ein paar Wochen wäre das tatsächlich wirklich noch so gewesen. Aber dann kam das Comeback von Dirk Nowitzki. Und plötzlich haben sie angefangen, Basketball zu spielen und zu gewinnen, zu gewinnen, zu gewinnen. Ja, und nicht auf. Sie haben einfach nicht aufgehört zu gewinnen. Das ist Wahnsinn. Dann kam natürlich noch die Cinderella-Story mit Pharrell dazu. Normalerweise geholt für einen 10-Tages-Vertrag. Ballert dann jeden Gegner irgendwie gefühlt aus der Halle. Hat jetzt, glaube ich, 2 Jahre bekommen. Freut mich mega für ihn. Geiler Point Guard. Keinen Respekt von den ganzen Größen in der NBA. Egal, ob das ein Kyrie Irving ist oder ein Tony Parker. Ja, auch. Also die Mavs haben da nicht nur gegen Gurken gewonnen, sondern auch gegen die Spurs, gegen die Cavs. Aber trotzdem, es bleibt eine Talfahrt. Es bleibt eine Talfahrt. Jetzt letztens wieder eine Niederlage gegen gegen die Boston Celtics. Okay, Isaiah Thomas ist auch momentan einfach nur on fire. Aber sie stehen jetzt momentan, glaube ich, bei, lass mich nicht lügen, 18 zu 35. Also, das war ein paar Wochen prophezeit hätte, da hätte ich gesagt, ja, genau, natürlich. Ja, Dirk macht ihn rein. Dirk ist gar nicht so der große X-Factor, weil ich das jetzt gerade vorhin betont habe, seit er wieder da ist. Es ist aber gefühlt so. Ich glaube, es ist einfach nur, jemanden an seiner Seite zu haben, der halt weiß, wie es läuft. Dirk macht normalerweise so zwischen 10 und 15 Punkten, sage ich mal. Aber Barnes kommt auch immer besser rein. Jetzt mit Pharrell hat man halt auch einen Spieler, der sich einfach was zutraut. Gab auch eine geile Szene gegen. Ah, fällt nicht. War das gegen die Spurs? Da stand Dirk draußen und faul, das war so klar. Dirk stand draußen, Kick-Out-Pass und Pharrell schnappt sich den weg. Buzzer-Beater-Dreier. Erstes Viertel oder zweites Viertel zur Halbzeit. Und eine sehr, sehr geile Szene. Was am Ende dann wirklich drinnen ist, bleibt abzuwarten. Playoffs sage ich nach wie vor nein. Er ist vielleicht jetzt momentan auch gar nicht so die beste. Nein! Schade. Wäre momentan jetzt vielleicht auch gar nicht so die beste Sache für die Mavs. Sie wollen ja eigentlich tanken, aber irgendwie auch gewinnen. Ich glaube, das ist mit. Nein! Ach komm. Ja gut, das war natürlich jetzt ein Over-the-Back-Foul. Komplett sinnlos. Ich war so weit weg vom Ball. Zusammenreißen. 0 Punkte, ey. 2 Fouls. Defense. Ich muss wegbleiben. Es tut mir leid. Fällt. Und auch der fällt. Ballverlust von Lillard. Barnes. Immer noch Barnes. Ja, Boxout. Spades holt ihn. Defense.
Hab ihn. So, erste erfolgreiche Aktion. Davis holt ihn, macht ihn rein. Ich glaube, das große Problem der Mavs ist, eigentlich war der Plan, zu tanken. So, jetzt haben sie aber, ja, von den letzten 10 Spielen irgendwie 8 gewonnen. Und gewinnen ist natürlich schöner als verlieren. Brauchen wir ja nicht drüber reden, ne? Und sie merken, okay, es ist vielleicht dann doch mehr drinnen mit dem Team, als sie zu Beginn gedacht haben. 2 Freiwürfe. Und natürlich, ich glaube, tanken ist immer so eine Sache in der NBA, die schwierig ist, wenn du die Chance hast zu gewinnen, wirst du versuchen zu gewinnen. Das liegt da einfach in der Natur und als NBA-Spieler, glaube ich, habe ich den Anspruch, mich selber auch zu gewinnen. Das wirft jetzt vielleicht den Plan gerade eben so ein bisschen durcheinander. Spades Defense macht ihn trotzdem rein. Boy, spotted his teammate on the move, put the assist perfectly placed out in front of him, leading him right to the rack. Für die Leute, die Tank nicht kennen, erklärt man das am besten kurz und knapp. Du versuchst in einer Season relativ viele Spiele zu verlieren, also nicht gut dazustehen von der Statistik her, um in der Season darauf einen relativ hohen Pick zu bekommen. Das ist eigentlich die ganze Geschichte dahinter. Also man nutzt in gewisser Art und Weise das ja eigentlich teamfreundliche System der NBA aus. Schwache Teams sollen ja starke Spieler bekommen im Draft und hohe Picks und jawohl. Und starke Teams dann halt eher Spieler, die ja, jetzt nicht so mega stark sind, nicht so das krasse Potenzial haben. Was auch nicht immer sein muss, also es gibt durchaus den ein oder anderen Spieler in der NBA, der wurde irgendwann der zweiten Runde an 20. Stelle gepickt und ist jetzt plötzlich ein Superstar. Also ich sag bloß Draymond Green von den Warriors, das ist glaube ich so ein typischer Fall. Der wurde, glaube ich, in der zweiten Runde gepickt. Position weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und jetzt gesetzter Power Forward der Warriors. If you allow Wes Matthews to get to that mid-range game, the defense is in trouble. He makes that shot. Man kann in einen Spieler ja auch nicht reingucken, was dann wirklich an Potenzial da ist. Lillard macht ihn nicht rein. Und manchmal braucht man auch einfach Glück. Ich sag bloß farewell. 10-Tages-Vertrag. Spielt irgendwie 3-4 Matches seines Lebens. Und plötzlich bist du in der NBA bei den Mavs mit einem 2-Jahres-Vertrag. Foul. Also Spades hier gerade eben mal ein bisschen bearbeiten, ne? Fällt. Und auch der fällt. Catching up on the changes for Portland. Mason Plumlee's checked in for Davis. Turner comes in for Al Farouk Aminu. And it's Alan Crabb in for CJ McCollum. Und bleiben. The Mavericks will go for a different look here. Dwight Powell's checked in for Spates. Von wem ich nach wie vor nicht überzeugt bin, Anderson, he's checked in for ist Matthews. Er kam von den Trailblazers. Ich hab mir gedacht, geil. Für die Mavs. Also hat dort immer souverän seine Leistung gebracht. Und jetzt weiß nicht. Spielt jetzt nicht schlecht, aber nein! Verdammt. Ich weiß einfach, dass Matthews noch besser spielen kann. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Weil ich Matthews mit Aldridge und Lillard bei den Trailblazers halt echt sehr viel verfolgt haben. Mills macht ihn nicht rein. Wir sind jetzt auch endlich mal hier mit drinnen. Spielen gerade sehr stark.
Damien macht ihn rein. 10 Punkte Führung. He's doing everything he can to help stretch his lead. He's working hard, converting at a high percentage of them. Nice. Na gut. Unnötiges Foul von Plumlee. 2 Punkte and one. Himself and deliver. Your Rebko's checked in for Portland. Crap. Hey guys, this is the way to stay in the game. They're doing a masterful job from the line. Perfect this quarter. Da kommt der. Die Ziegelwand. Oh, here's Crab. Die Plakette ja mittlerweile auf Hall of Fame. Spiel ihn mir rein. Crab kicks to Prez. Fade. Bills with the steal. S, aber S, weil ich den Ball verliere. Anderson passes to Green. Na, macht ihn rein. Super. Green's got 5 points so far. Shot and game clock separated by 5. Turner. Neuer Versuch. Turner dishes to Prez. Nochmal Turner. Ja, schön. Auch von Turner schön aufgepasst. Läuft er rein in die Zone. Mills. Letzte Possession in dieser Halbzeit. Kicks to Green. Shoots a fader. Hab ich. Alles gut. That's the shot he'll take again if he's given the chance. We all know he can knock that down. That'll do it for the first half. And we welcome you back to a beautiful aerial view of the Drittes Viertel. Zweite Halbzeit. Ich werde momentan viel gefragt, ob man das All-Star Weekend umsonst irgendwo schauen kann. Nicht, dass ich wüsste. Also entweder NBA League Pass. The Zone oder Eurosport US, aber ich habe noch nicht geguckt, ob die es dieses Jahr übertragen. Aber umsonst geht da gar nichts. Das kann ich schon mal safe sagen. Spades. Das ist jetzt ein Witz, oder? 3 Freiwürfe für Barnes. Der fällt. Der fällt auch. Und der dritte auch. Trailblazers leading by 4. 4 Punkte nur noch. Damien macht die nicht. Barnes mit dem Rebound. Mills. Dirk steht draußen, das kann man nicht bringen. Hasn't scored yet, that I'm sure will change. Off the screen and too long schön on the shot. More times than not, that shot is going down. Applaus von den Rängen. Aminu macht ihn auch wieder nicht rein. Kritische Phase gerade, denn mit der Possession, wenn sie die jetzt versenken, dann sind die Mavs definitiv wieder dran. Barnes macht ihn nicht rein. Prez has got rebound number 7 for him tonight. McCollum kicks to Prez. No, jetzt gibt's ja mal eine Ansage. And nobody, guys, among the defenders stepping up to challenge him on that drive. Easy. To the 10. And so gleich wieder zurück. Thank you very much and sails in for the flush. Yeah, Dirk läuft rein in die Zone. He would dish it off, but he had a surprise for them. That was a nice replay brought to you by Kia. Spades nimmt ihn, macht ihn nicht, habe ich. Das ist eigentlich das Schlimme gegen Dirkules. Du musst ihn so verteidigen, dass er gar nicht an den Ball kommt. Den ein oder anderen Power Forward kannst du so verteidigen, dass er halt mit dem Rücken zum Korb steht. Aber bei Dirk, wenn der im Post reingeht, mit seinem Flamingo Fadeaway, da kannst du dann gleich heimgehen. Kaffeemaschine nicht irritieren lassen. Das ist das schöne Geräusch, was manchmal kommt. Rein. Ja, in die drittletzte Possession vom dritten Viertel. 11 Punkte Führung. Kommt nochmal ein Block. Geht nicht rein. Mavericks trail by 11. Reddick. And Reddick kicks to hat Matthews. Schon keine Power mehr. Matthews gegen Crab. The pass to Powell. It's Reddick on the wing.
Noch 6 Sekunden. Shot Clock läuft runter. Oh, Gott sei Dank nicht schon wieder von mir, ey. Fällt. Und auch der fällt. Letzte Possession, letzter Angriff. Here's Lillard. Scoring wise, he's definitely making his mark right now. He's alley-oop. 19 points. Yes, sir. Finish off by Prez. Just throw it up to Prez and he'll take care of the rest. Just an extraordinary athlete. So it's the Mavericks now. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. For three. Up again. Nee, geht nicht rein. Weiß nicht, ob der Putback noch gezählt hätte. Aber die Frage brauchen wir uns gar nicht stellen, weil er sowieso nicht rein gefallen ist. Terry Stotts had some advice for his team. Defensively, we got to give a little more pressure to their shots, all right? Make them make the second, third, fourth play. And thanks again for joining us. Rein ins Vierte. 11 Punkte Führung. Komfortabel, aber noch nicht safe, dass wir hier gewinnen. And there's Anderson. Ah, Post, hast du keine Chance. Powell in at the center position. Fantastic ball movement. They're picking them apart with their passing. Queen. Auch nicht mehr der Jüngste. Vernascht mich aber trotzdem. Wahrscheinlich für den Spruch, dass ich gerade eben gesagt habe, er ist nicht mehr der Jüngste. Ist er so, ist nicht mehr der Jüngste. Now Lillard. There's the pick. Hauptsache der kleine Mills. Jawohl, rein damit. Prez has got the lead up to 13 now for the Trailblazers. 13 Punkte Führung. 5 Minuten noch zu spielen. Here's Mills up off the screen. Aber die Defense reicht, um den Korberfolg zu verhindern, aber dann gibt es trotzdem noch das Foul von Turner gegen Green. Which often results in a lot of shooting fouls for him. And the first one at the line is good. Al Farouk Aminu. He's checked in for Portland. Good ones. Plumlee, Hartin. Then for the Mavericks, Spates comes in for Dwight Powell. And it's Nowitzki Aminu. And Aminu macht ihn nicht. Boy, in the latter stages, his shot is off. At least they're still winning. Spates sets a screen. Na, da springe ich ein bisschen zu. Ja, Spates kann diesen. Jetzt habe ich mich ungefähr ausspielen lassen, wie so einen kleinen Schuljungen. Einfach nur, weil ich weiß, dass Spates halt auch von draußen ballern kann. Und Dirk ist da ganz eiskalt, läuft einfach in die Zone und dann ist er halt frei. Game moves along. 2 minutes gone here in the fourth. Dallas moving da steht the ball da Gott sei Dank zu weit weg. Matthews. Mills. Step back. Geht nicht. Double double eingetütet. Lillard. Oh, und der tut weh. Der tut weh. Der bringt uns wieder 15 Punkte weg von den Mavs. Mills dishes to Green. Kurz Off-Ball-Defense. Matthews, Spates. Here's Spates. Ja, auch das kann er. I love how he used his height advantage on that shot. The big guy showing off his range on that jumper. Lillard, the best. Lass mal den Ball geben. Nochmal zu Lillard. And Lillard kicks to Prez. And it's Aminu in the corner. The Mavericks moving it up. Matthews leading the charge. Die Defense reicht für Matthews, aber nicht für Spates. Und wir tun ihnen den Gefallen, schenken ihm wieder das Foul. Well, that's great patience. Work the ball until you find a mismatch for the easy bucket. Fällt. Barnes is checked in for Jeff Green. And they are making it look easy at the free throw line here in the second. Lillard. Lillard dishes to Prez to the paint. Plumlee? Alter, warum hast du den jetzt nicht gemacht? Screen kommt, Lillard. Geht nicht.
And that one goes out of bounds. Last touch by Lillard. Da war keiner mehr dran. Possession bei den Mavs. Wenn sie den jetzt reinmachen, nur noch 8. Ich wollte gerade sagen, da bin ich so krass mit drauf. McCollum! McCollum! Jawohl! Defense und dann die Punkte auf der anderen Seite. Das ist sogar, wenn ich hier Dirkulis und Spates beide verteidigen muss. Schrittfehler. Just a boneheaded play there, guys. Plain and simple. Yeah, their coach is pulling his hair out, knowing how big that mistake could be. JJ Redick. Jetzt gehen sie schon vorne drauf, weil sie sonst wissen, haben sie keine Chance mehr. 158 left in the fourth quarter. Rez passes to Lillard. Down low, Rez. Jawohl. Also. The shot selection by Perez, playing well within the offense there and burying a lot of buckets in the process. And here's Mills. Das sieht doch ganz gut aus. Here's Spates. So the whistle blows on the Schenk ihm das Foul. Right there. In der Situation, wo ich gar nicht hochgehen muss zum Block. Spates macht ihn nicht rein. Der fällt. Points of the line right now. He would have loved to cash in on each of those free throws and trim the lead even more. Leute, Redick macht nicht Glück. He should have made that, guys. The defense was okay, but he had no excuse not to finish. We've got 1:23 left in the fourth quarter. Na, Dirk lässt mich gar nicht vorbei. So ein ausgefuchster Hund. Da wollte ich ihn einfach nur mitten ins Gesicht, aber Plumlee put back. And the Trailblazers lead by 15. And tonight's battle is going to end with a very clear winner, leaving nothing to chance. Impressive. Ja, die Punkte müssen jetzt schnell her. When you consider the difference in their field goal percentage. Defense kommt und das war's. Jetzt ist Schicht im Schacht. Dirk kassiert den Block. Nochmal das Foul. Nochmal Freiwürfe. Nummer 1. Nummer 2. Fans are going to look back and see this was just a monstrous performance for Prez. Listen, I enjoyed watching this guy work down low. Over and over again, they were able to end up with a big time rebound because he was battling and scrapping down low. And so he earns a trip to the line. And the first one drops. Der erste fällt. Der zweite auch. Aber das Ding ist eh gegessen. Also, stürzen die Mavs weiter in die Krise. Hatten ja vor dem Spiel gerade mal 5 Siege. Und ich glaube über 30 Niederlagen. Also, letzte Possession. Vergiss auf jeden Fall nicht mehr in die Kommentare zu schreiben, wie du die Mavs momentan siehst. Sagst du, Playoffs sind auf jeden Fall noch drinnen. Oder meine Meinung kennst du jetzt ja. Ich denke, die Mavs wollten tanken. Jetzt kommen so viele Faktoren plötzlich zusammen, dass sie doch gewinnen können. Was das Tanken jetzt dann irgendwie schwierig macht. Weil man halt am Ende einfach gewinnen möchte als NBA-Spieler. Wird, glaube ich, noch eine interessante Sache, ob vor der Trading-Deadline jetzt noch irgendwas passiert, kann ich mir nicht vorstellen bei den Mavs. Aber wir verfolgen das Ganze auf jeden Fall. Gemeinsam, das war's auch schon wieder mit einer Folge von NBA 2K17. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Däumchen da. Schau das nächste Mal wieder rein, egal ob zu My Career oder My GM. Bis dann, dein Max. Ciao. David Aldridge, Greg Anthony, and what's up, the rest Steve? Of our terrific. What's going on, Prez? Guys, back in the studio. I want to talk to you. Perfect. Saying thanks for watching.